Das ist das Schlafzimmer von Cleo. Ist es nicht komisch, in diesen unechten Räumen zu spielen? Schon, aber gleichzeitig ist es auch cool. Wie eine kleine falsche Welt in der richtigen Welt. Du spielst Sophie in Staffel 3. Erzähl mir mal ein bisschen über sie. Sie ist die große Schwester von Will. Sie kontrolliert ihn und hat viel Einfluss auf ihn. Sie ist ein bisschen die Böse in der Serie. Wie ist denn das, die Böse zu spielen? Es macht Spaß. Es ist irgendwie anders, als immer nur fröhlich und ausgeglichen zu sein. Ich kann Dinge ausprobieren, die Rolle richtig ausgestalten. Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Wie ist das mit den anderen Schauspielern? Kommst du mit denen klar? Ja, die sind alle toll und machen es mir leicht. Und wie ist es mit dem Regisseur? Anstrengend? Du hast vor H2O doch auch schon geschauspielert, oder? Ja, ich war in einer anderen australischen Serie. Der Regisseur hier ist super. Ich finde es nicht so anstrengend. Ich habe einen tollen Job. Klar, morgens bin ich auch schon manchmal ein bisschen müde, aber das verfliegt dann bei der Arbeit. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Also die arbeiten viel, aber haben auch ziemlich viel Spaß bei der ganzen Sache. How was the casting? Wie war das Casting für dich? Did you prepare for it? What was it like? I just did the audition and then Es war so, dass ich nach dem Casting monatelang nichts gehört habe und ich war echt enttäuscht. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es gut gelaufen ist und dann keine Nachricht. Aber dann kam plötzlich der Anruf und ich hatte die Rolle. Das war großartig. Ja, und jetzt bist du hier. Wenn es eine vierte Staffel gibt, bist du dabei? Ich hoffe es sehr. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ich liebe Jetski und Surfen. Ich bin zwar nicht so gut darin, aber es macht mir total Spaß. Mal überlegen. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Ich denke, es wäre toll, einfach möglichst viele unterschiedliche Länder zu bereisen. Natürlich wäre es auch cool, mal aus einem Flugzeug zu springen, aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde. Mit $200 würde ich einkaufen gehen. Naja, viele sagen, ich hätte eine komische Mimik. Das wäre vielleicht sowas. Ich finde Jason Statham gut. Und Schauspielerinnen, keine Ahnung, es gibt viele tolle.